Hallo Raumzeit, Ronny hier. Wenn große Sterne sterben, dann explodieren sie in einer Supernova. Diese gewaltigen Explosionen gehören zu den beeindruckendsten Erscheinungen im Kosmos. Sie haben unfassbare Zerstörungskraft und sind gleichzeitig der Quell allen Lebens. Wir zeigen euch heute, wie eine Supernova des Typs 2 in einem massereichen Stern entsteht und welche Auswirkungen sie hat. Willkommen bei Raumzeit. Bereits im Jahr 1054 beschrieben arabische und chinesische Astronomen eine Supernova. Die Chinesen nannten sie Qixing, einen Gaststern. Der chinesische Beamte Yang Guaide schrieb: Ich beobachtete demütig, dass ein Gaststern erschien. Über dem Stern ist ein schwaches gelbes Leuchten. Man konnte ihn im Tageslicht beobachten, wie die Venus. Er hatte Strahlen, die in alle Richtungen reichten. Und seine Farbe war rötlich-weiß. Er war 23 Tage lang bei Tageslicht sichtbar. Die Supernova von 1054 ist noch heute sichtbar als Krebsnebel oder im Englischen Crab Nebula und mittlerweile mit einem Durchmesser von über 11 Lichtjahren. Natürlich wussten die Europäer davon nichts und sie wollten Supernova auch nicht als Qixing bezeichnen. So dauerte es also über 500 Jahre, bis wieder ein unbekannter Stern in der Milchstraße erschien. Im Jahr 1572 beobachtete der junge Tycho Brahe eine weitere Supernova. Er nannte die Erscheinung einen neuen Stern, im Lateinischen Stella Nova. Und auf seine Schrift geht unsere heutige Bezeichnung zurück. Wollen wir, Christoph, eine Tychotage an der Stelle? Okay. Aber was passiert da eigentlich? Wie wir im Video zur Sonne erklärt haben, geht unserem Stern irgendwann der Brennstoff aus. Die Fusion setzt aus und die Sonne endet als weißer Zwerg. Die Sonne kann ihre Fusion nicht fortsetzen, weil ihre Kerntemperatur mit 15 Millionen Grad schlichtweg zu niedrig ist, um Kohlenstoff fusionieren zu lassen. Das ist allerdings anders bei größeren Sternen. Schafft die Sonne nur 15 Millionen Grad? Bringt es einen Stern jenseits von 8 Sonnenmassen auf bis zu 500 Millionen Grad. Und das erlaubt die Fusion höherer Elemente. Kohlenstoff fusioniert nun zu Natrium, Neon und Magnesium. Und dabei steigt die Kerntemperatur weiter. Wir sind jetzt bei einer lauschigen Milliarde Grad Celsius angelangt. Jetzt sagt Neon auf Wiedersehen. Sauerstoff und Magnesium entstehen. Es wird dabei die ganze Zeit heißer und die Prozesse laufen immer schneller und schneller ab. Bei schließlich 1,5 Milliarden Grad Celsius wird Sauerstoff zu Silizium und bei 2 bis 3 Milliarden Grad Celsius fusioniert schließlich auch das Silizium und erzeugt unter anderem Eisen. Sobald Eisen im Kern erscheint, ist der Stern zum Untergang verdammt. Und derweil führt die gewaltige Fusionsenergie dazu, dass der Stern größer und heller wird. Er wird ein roter Supergigant. Ein extremes Beispiel ist VY Canis Majoris. Dieser rote Hypergigant, super reicht hier nicht mehr als Vorsilbe, hat 2 Milliarden Kilometer Durchmesser. Und genau wie andere Superriesen ist eine tickende Zeitbombe. Und dabei gilt, je massereicher der Stern, desto schneller geht ihm das Material zur Fusion aus. Und dazu kommt, dass jeder Fusionsschritt schneller läuft als derjenige zuvor. In einem Stern mit etwa 20 Sonnenmassen beispielsweise wird 1 Million Jahre lang Helium fusioniert. Für Kohlenstofffusion benötigt dieser Stern nur noch 1000 Jahre. Der Sauerstoff, der ist in wenigen Monaten aufgebraucht. Und das jetzt erzeugte Silizium reicht nur noch für einen einzigen glorreichen letzten Tag. Dann verabschiedet sich der Stern, aber nicht leise. Das Problem ist Eisen. Ganz vereinfacht dargestellt. Die Fusion zu Eisen erzeugt keine Energie wie die Schritte zuvor. Und Eisen fusioniert nicht weiter. Damit endet die Fusion des Sterns. Und wenn sie endet, dann endet auch die Energie, die den Stern sein Leben hindurch vor dem Zusammenbrechen unter der eigenen Gravitation bewahrt hat. Zunächst stürzt der Kern mit unvorstellbarer Geschwindigkeit in sich zusammen. Das Material erreicht dabei Geschwindigkeiten, die wir statt in Kilometern pro Sekunde besser mit Prozent der Lichtgeschwindigkeit angeben. Der Eisenkern fällt auf eine Größe von wenigen Kilometern zusammen. Und je nach Masse des Sternes kann es hier aufhören. Bei
8 bis 20 Sonnenmassen entsteht ein sogenannter Neutronenstern, ein unfassbar dichter, massereicher Körper von nicht mehr als 20 Kilometern Durchmesser. War der Stern aber schwerer, dann geht der Kollaps weiter und weiter und nichts kann ihn aufhalten. Und in seinem Zentrum entsteht eine Entität mit so viel Masse, dass ihre Gravitation den Raum und die Zeit dermaßen krümmt, dass nicht einmal Licht entweichen kann. Es entsteht die totale Finsternis eines schwarzen Lochs. Aber was ist mit dem Stern selber? Der Kern ist kollabiert und übt gewaltige Gravitationskräfte aus. Gleichzeitig fehlt die stabilisierende Energie der Fusion. Der Stern stürzt in sich zusammen. Und auch das passiert mit extremer Geschwindigkeit. Aber die Schockwelle des Kernkollapses stoppt die einfallende Materie und Neutrinos, die beim Kollaps frei geworden sind, rasen auf sie zu. Falls jetzt jemand müde lächelnd sagt, Neutrinos, die gehen doch durch alles durch, dann stimme ich zu. Normalerweise. Hier reden wir über mehr Neutrinos. Viel mehr. Extrem viel mehr. Die Energie, die beim Kernkollaps in Form von Neutrinos freigesetzt wird, Achtung, entspricht dem Energieausstoß der Sonne. Und zwar über die gesamten 11 Milliarden Jahre ihrer Lebensspanne, multipliziert mal 100. Wow. Diese unvorstellbare Energie rammt von innen in den vergehenden Stern und lässt ihn explodieren. Diese Detonation ist so hell und gewaltig, dass man sie durch das halbe beobachtbare Universum sehen kann. Und diese Explosion nannte Tycho Brahe Stella Nova. Und wir nennen sie Supernova. Eine Supernova ist aber nicht nur unaufhaltsame Welle der Zerstörung. Sie ist gleichzeitig der Quell allen Lebens. In der Detonation kommt es zu spontanen Fusionsprozessen. Hier entsteht eine Unzahl von schweren Elementen. Calcium, Phosphor, Aluminium, Nickel, selbst schwerste Elemente wie Gold und Uran werden in den Hochöfen der Supernova geboren. Das bedeutet, dass viele Teile von euch selbst einst in einer Supernova erschaffen wurden. Vor Milliarden von Jahren. Vor der Existenz des Sonnensystems selbst. Wir alle sind, buchstäblich, Sternenstaub. Viele werden sich jetzt fragen, ob uns Supernova in der Milchstraße eigentlich gefährlich werden können. Tatsächlich würde eine sehr nahe Supernova, sagen wir mal in 10 Lichtjahren Entfernung, alles Leben auf der Erde auslöschen können. Realistisch aber gibt es eine solche Bedrohung nicht. Der nächste Stern, der auch nur die Masse hat, eins zu einer Supernova zu werden, ist Spica. Dieser Stern hat etwa 10 Sonnenmassen, aber er ist 250 Lichtjahre von der Sonne entfernt und damit weit genug, um nicht zur Bedrohung zu werden. Beeindruckender noch ist Betelgeuse im Orion. Dieser rote Riese ist hunderte Male größer als die Sonne. Wäre er statt der Sonne im Zentrum des Sonnensystems, dann würde sein Orbit bis zum Asteroidengürtel reichen und alle terrestrischen Planeten verschlingen. Und dieser Stern wird in naher Zukunft, und zwar innerhalb der nächsten Millionen Jahre, zur Supernova werden. Auch das allerdings reicht nur zum beeindruckenden Leuchten am Himmel. Denn Betelgeuse ist über 600 Lichtjahre weit von uns entfernt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert Raumzeit, vergesst die kleine Glocke nicht und besucht doch auch einmal unsere Facebook-Seite. Wir haben auch raumzeitnews.de, unsere eigene Webpräsenz, wenn ihr da mal reinschauen möchtet. Nächste Woche um 19 Uhr geht es dann weiter mit dem vierten Teil unserer Reihe zum Fermi-Paradox. Dann fragen wir nach den großen Filtern auf dem Weg vom einfachsten Leben hin zu unserer Zivilisation. Wir sagen wie immer danke fürs Zuschauen und in diesem Sinne 42.